Thank you again for letting us into your homes. Und wir bedanken uns wieder, dass wir bei euch zu Hause hineinkommen können. Here we go again with the word of God. God's word is good. Und wieder kommen wir mit dem Wort Gottes und das Wort Gottes, es ist gut. Because it always blesses us. Weil es uns immer segnet. Today I want to talk about praying in the Spirit. Ich möchte heute darüber sprechen, beten im Geist. Praying in the Spirit. Beten im Geist. And for a text, let us turn our Bibles to the book of Ephesians, chapter 6, verse 18. Und als Bibeltext wollen wir dazu aufschlagen, unsere Bibeln, Epheser 6, Vers 18. I'll be reading this in a moment. Ephesians, chapter 6, verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Epheser 6, Vers 18. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Let us have a short word of prayer. Wir wollen kurz beten. Father, we thank you for any time we can come to your presence. Und Vater, wir danken dir für jeden Moment, wo wir kommen können in deine Gegenwart. Thank you for the word of God. Wir danken dir, Herr, für das Wort Gottes. Thank you for the word of life. Wir danken dir für das Wort des Lebens. As we go into the word, und wenn wir hineingehen in dein Wort, cause us to see light in your light. Bewirke, dass wir dein Licht in dem Licht des Wortes sehen. In Jesus' name we pray. Das bitten wir in dem Namen Jesu. Amen. Amen. Now I decided today to talk about praying in the Spirit. Ja, ich habe entschieden, dass wir heute das Thema behandeln, Beten im Geist. The text we read. Und dieser Text, den wir gerade gelesen haben, emphasizes three things we should be doing. Betont vor allen Dingen drei Dinge, die wir tun sollen. Number one, we are to pray always. Nummer eins, wir sollen alle Zeit beten. We are to pray with all kinds of prayer. Wir sollen alle Arten des Betens dazu gebrauchen. And we are to pray with all perseverance. Und wir sollen auch ausdauernd oder anhaltend beten. Now, each of these will preach, isn't that? Und jeder einzelne Bereich davon ist schon eine Predigt für sich. Believers are being encouraged by the Apostle Paul here to do three things. Und die Gläubigen, die sind hier vom Apostel Paulus ermutigt, drei Dinge zu tun. Number one, he says, pray always. Nummer eins, alle Zeit zu beten. Now the Greek word there gives the connotation that we're to pray in every season. Und vom griechischen Wort her, was da steht, bedeutet es, wir sollen beten zu jeder Zeit. On every occasion. Zu jedem Anlass. At all times. Zu jeder Zeit. You know, prayer is simply talking to God our Father. Und Gebet ist nichts anderes, als dass wir sprechen mit unserem Vater. And what Paul is saying here is, believers are to talk with the Father always. Und der Paulus sagt hier ganz klar den Gläubigen, sie sollen alle Zeit mit dem Vater reden. In every season. Und zwar zu jeder Zeit. Whether it is rainy season or sunshine season. Egal ob das jetzt Regenzeit ist oder aber Sonnenscheinzeit ist. Whether in winter or in summer. Egal ob Winter oder Sommer. Whether things are going on well or things are going bad. Ob jetzt die Dinge alle gut laufen oder nicht. We're to pray in every season. Wir sollen zu jeder Zeit beten. And I want to call your attention. How would it feel if you would only call your mother or your father when things are going well? Und wie würdest du das empfinden, wenn du deine Eltern nur anrufst, deinen Vater, deine Mutter, wenn es dir gerade gut geht? Or you would call them only when things are not well. Oder du rufst sie sogar nur an, wenn es dir nicht gut geht. So basically Paul is reminding us that we should talk to the Father always. Und hier grundlegend ermutigt uns der Apostel Paulus, dass wir alle Zeit zu unserem Vater reden sollen. All believers understand are to talk to God always. Und alle Gläubigen sollen das auch verstehen, dass sie dazu aufgerufen sind, alle Zeit mit dem Vater zu reden. And number two, he says, we're to pray with all kinds of prayer. Und Nummer zwei, wir sollen beten alle Arten des Betens. All prayer.
Alle Arten des Betens. Different kinds of prayer. Verschiedene Arten des Betens. I understand when you talk to your parents, sometimes there is a way you talk to them. Und ich verstehe Folgendes: Wenn du, es gibt Zeiten, wenn du zu deinen Eltern redest, gibt es eine bestimmte Art, wie du zu ihnen redest. And then the other time is different from what you said the last time, isn't it? Und beim nächsten Mal mag es sein, dass du eine andere Art von Rede gebrauchst, um mit ihnen zu kommunizieren. And that's as Paul says, there are different kinds of prayer. In gleicher Weise sagt hier der Apostel Paulus, gibt es verschiedene Arten des Betens. And number three, he says we are to pray with all perseverance. Und als drittes sagt er dann, wir sollen beten mit Beharrlichkeit, mit Ausdauer. Now the Greek word there is persistency or steadfastness. Und hier steht Beständigkeit oder Beharrlichkeit. We to be persistent or steadfast in prayer. Wir sollen beständig im Gebet sein oder beharrlich im Gebet sein. Now you see that these three things are things every believer ought to, or our Father expects every believer to practice these things. Und hier ist ganz wichtig, das zu verstehen, dass der Vater von seinen Kindern, von uns Gläubigen, alle Zeit dies erwartet, dass wir alle Zeit zu ihm beten. And so he says, in the Spirit. Und hier heißt es auch, beten im Geist. And all these three are to be done in the Spirit. Und all diese drei Dinge sollen getan werden im Geist. Means we to pray always in the Spirit. Das heißt, wir sollen alle Zeit beten im Geist. Pray with all kinds of prayer in the Spirit. Wir sollen alle Arten des Gebetes umsetzen im und beten im Geist. And we are to be persevering in the Spirit. Und wir sollen beharrlich, ausdauernd, beständig sein beim Beten im Geist. So all believers, alle Gläubigen, if you're a believer, listening to me, und wenn du gläubig bist an den Herrn Jesus, dann hör mir gut zu. Are expected to do their praying in the Spirit. Von ihnen wird erwartet, dass sie im Geist beten. Now the logical question is, how do you pray in the Spirit? Und nun kommt eine ganz logische Frage. Ja, wie betest du denn im Geist? How do you pray in the Spirit? Wie betest du im Geist? Let's go to 1 Corinthians and let me show you how you pray in the Spirit. Wir wollen 1. Korinther 14 aufschlagen und wir wollen dir zeigen, wie wir beten im Geist. Now you got to turn this so that you can learn. Also, ihr müsst selber auch eure Bibel bitte aufschlagen, damit ihr selber auch davon lernt. In 1 Corinthians chapter 14, Paul answers how to pray in the Spirit. Hier im 1. Korinther 14 beantwortet Apostel Paulus die Frage, wie wir beten im Geist. Look at verse 2 of chapter 14, 1 Corinthians. 1. Korinther 14, Vers 2. Schau hin. For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. For no man understandeth him. Howbeit in the Spirit. Howbeit in the Spirit. And notice we have to pray in the Spirit. Howbeit in the Spirit he speaketh mysteries. Denn wer in einer unbekannten Sprache redet, es gibt Übersetzungen, die sagen, denn wenn einer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn. Vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Look at verse 4. Vers 4. He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself. Edifieth himself. But he that prophesieth edifieth the church. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Look at verse 14. Just jump and look at a couple of things. Vers 14 im gleichen Kapitel. For if I pray in an unknown tongue, my spirit pray, but my understanding is fruitless. Vers 14. Denn wenn ich in einer unbekannten Sprache oder wieder in Zungen bete, so betet mein Geist. Aber was ich im Sinn habe, bleibt ohne Frucht. Again verse 14. Noch einmal Vers 14. For if I pray in an unknown tongue, my spirit pray. Wenn ich in einer unbekannten Sprache bete oder in Zungen bete, dann betet mein Geist. Verse 15. Vers 15. What is it then? I will pray with the spirit and I will pray with the understanding. I will sing with the spirit and I will sing with the understanding. Wie soll es denn nun sein?
Ich will beten mit dem Geist. Ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und will auch Psalmen singen mit dem Verstand. So right here, Paul here tells us what it means to pray in the Spirit. Und hier sagt uns der Apostel Paulus, was es jetzt bedeutet, im Geist zu beten. Praying in the Spirit. Beten im Geist. Is praying by your Spirit. Ist beten mit deinem Geist. And Paul tells us here that it is when we pray in tongues. Apostel Paulus sagt damit, wenn wir beten in Sprachen, dann beten wir im Geist. What does it mean then? Was bedeutet das? Was heißt das? It means praying in tongues is praying in the Spirit. Es heißt ganz klar, beten in Sprachen ist beten im Geist. Now, every believer needs to understand this. Und es ist ganz wichtig, dass das alle Gläubigen verstehen. You should know that man is spirit, soul and body. Es ist ganz wichtig, dass du verstehst, der Mensch ist Geist, Seele und Leib. Of course, psychology will have us understand that man is soul and body. Und die Psychologie sagt ja, der Mensch, der ist Seele und Leib. But God says man is spirit, soul and body. Aber Gott hat eine andere Version. Er sagt, der Mensch ist Geist, Seele und Leib. For example, in 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, says, "Now may the God of peace sanctify you completely, and may your whole spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ." Amen. 1. Thessaloniker 5, Vers 23. Da heißt es, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. So right here, und gerade hier, we read that man is spirit, soul, body. Hier sehen wir das ganz klar, der Mensch ist Seele, Leib und Geist. And Paul tells us in 1 Corinthians, in diesem ersten Korinther sagt uns der Paulus, that when you and I pray with understanding, wenn du und ich, wenn wir beten mit unserem Verstand, you could say it's our mind praying through our body. Dann ist das sozusagen unser Verstand betet mit unserem Körper. You could say it is our soul that is praying. Und du könntest auch sagen, das ist deine Seele, die betet. But then he says, aber er sagt, when we pray in tongues, wenn wir in Sprachen beten, now it is our spirit which is praying through our body. Dann ist das unser Geist, der durch unseren Körper betet. So when I pray in tongues, das heißt, wenn ich bete, my in Sprachen, spirit prayed. Dann betet mein Geist. When I pray in English, wenn ich in Englisch oder in Deutsch bete, it is my understanding, my soul praying. Dann ist das mein Verstand, der da betet, sozusagen meine Seele. Hallelujah. Hallelujah. So you want to hear your spirit speak? Und du möchtest hören, wie dein Geist redet? Just pray in tongues. Fang an, in Sprachen when zu beten. When you pray in tongues, wenn du in Sprachen betest, it is your spirit by the help of the Holy Spirit praying. Dann ist das dein eigener Geist, der mit der Hilfe des Heiligen Geistes betet. And that is exactly what Paul says we should pray. Und genau das ist es, was der Paulus uns gesagt hat, was wir tun sollen. He says we're to pray always. Er hat gesagt, wir sollen alle Zeit beten. We're to pray with all kinds of prayer. Und wir sollen alle Arten von Gebeten beten. And we're to pray in perseverance. Und wir sollen beständig, standhaft, and ausdauernd beten. And all of these, alle diese, we're to pray in the Spirit. Sollen wir beten im Geist. Child of God, Kind Gottes, when you pray in the Spirit, wenn du betest im Geist, many things you didn't know about will happen. Da sind viele Dinge, die du noch gar nicht weißt, die dann geschehen. Because your Spirit, denn dein Geist, then prays with the help of the Holy Spirit. Betet mit der Hilfe des Heiligen Geistes zusammen. So I came here, also bin ich da, into your home today, zu bei dir zu Hause zu sein, to encourage you, um dich zu ermutigen, that especially in the times we live in, und besonders in einer Zeit wie dieser, in der wir zurzeit leben, to pray with your spirit, dass du betest mit deinem Geist, pray always, dass du alle Zeit betest, pray with different kinds of prayer, und zwar verschiedene Arten des Betens, pray
with perseverance, dass du mit Beständigkeit, mit Ausdauer betest, and all of it, und alles von davon, in the spirit, soll im Geist gebetet sein, with your spirit, mit deinem Geist. In conclusion, und zum Schluss, I came to tell you, ich bin gekommen, dir zu sagen, to pray in the spirit, bete im Geist, pray in tongues, bete in Sprachen, and pray a lot, und bete viel. Let me say it again. Ich sag's nochmal. Pray in the spirit. Bete im Geist. Pray in tongues. Bete in Sprachen. And pray a lot. Und bete viel. Notice he says pray always. Paulus hat gesagt, wir sollen alle Zeit beten. But he says in the spirit. Und er hat gesagt, wir sollen im Geist beten. So whether things are good for you. Ob die Dinge gerade gut sind für dich. Or they're bad for you. Oder für dich nicht so gut sind. Pray always. Du sollst alle Zeit beten. Whether now. Things are working the way they should work. Egal, ob die Sachen jetzt gerade so laufen, wie sie laufen sollen. Or you have challenges. Oder du hast Herausforderungen. Pray always. Du sollst alle Zeit beten. And that simply means pray a lot. Und das bedeutet, du sollst viel beten. And when you pray a lot, und wenn du viel betest, you will see results. Wirst du Ergebnisse sehen. Especially when you pray in the Spirit. Und besonders, wenn du betest im Geist. Hallelujah. Halleluja. God bless you. Gott segne euch. If you're sitting at home, wenn du jetzt zu Hause sitzt, and you said, pray in the spirit, beten im Geist, sagst du, I cannot do that. Ich kann das nicht. In other words, you have not received the baptism with the Holy Spirit. Das heißt, du hast noch nicht die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen. Now, right where you are, und gerade jetzt, da wo du you bist, can ask the Lord Jesus, da kannst du den Herrn Jesus bitten, to give you the baptism of the Holy Spirit, dass er dir diese Taufe mit dem Heiligen Geist schenkt, to fill you with the Holy Spirit, dass er dich jetzt erfüllt mit dem Heiligen Geist. If you are there, stand up right now. Und wenn du dich das jetzt betrifft, dann steh doch einfach auf zu Hause. Close your eyes. Und mach deine Augen zu. Lift up your hands to Jesus. Und du kannst deine Hände bitte zu Jesus erheben. And say, dear Jesus. Und sagen, lieber Herr Jesus. Dear Jesus. Lieber Herr Jesus. I need the Holy Spirit baptism. Ich brauche die Taufe mit dem Heiligen Geist. I want to be filled with the Holy Spirit. Ich will erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Dear Jesus. Lieber Herr Jesus. Fill me with the Holy Spirit. Erfülle du mich jetzt mit dem Heiligen Geist. Baptize me with the Holy Spirit. Taufe du mich mit dem Heiligen Geist. And whilst you stand there. Und während du dort stehst. Now say thank you Jesus. Dann sage danke Herr Jesus. For filling me with the Holy Spirit. Dass du mich erfüllst mit dem Heiligen Geist. I thank you. Ich danke dir. I thank you. Ich danke dir. Yes, right there. I thank you. Sag es dort, wo du bist. Ich danke dir. The Holy Spirit fills you right now. Der Heilige Geist erfüllt dich jetzt. And now open up your mouth. Und dann öffne du deinen Mund. And go speak it. Und dann spreche die Worte aus, die Gott dir jetzt schenkt. Go speak it. Fang an, sie auszusprechen. I remember I went to a church one time. Ich kann mich daran erinnern, ich war einmal in einer Gemeinde. And in short, I preached a message like this. Und dort habe ich eine kurze Botschaft, so wie jetzt, gepredigt. And then I asked for people to come forward and receive. Und dann habe ich Menschen gebeten, kommt doch nach vorne, dass ihr das empfangt. Receive the infilling of the Holy Spirit. Dass sie empfangen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. What speaking in tongues. Einschließlich der Sprachenrede. Did you know all of them got filled with the Holy Und Spirit? Jeder, der nach vorne kam, wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. But there is one in particular I want to talk to you about. Aber da ist eine Sache, über die ich noch sprechen möchte. When they came forward, there were about 8 people. Dass die Leute, die nach vorne kamen, waren vielleicht 8 Menschen. And there was a lady among them. Unter ihnen war eine Frau. Whilst I was instructing them. Und während ich ihnen sagte, was sie tun sollen. To pray the prayer you just prayed. Dass sie das Gebet sprechen sollen, was du jetzt gerade mitgebetet and hast. I was saying, und während ich noch mit ihnen sprach, Jesus, fill me. Und sie sagten, Jesus, fülle mich. With the Holy Spirit. Fülle mich jetzt mit dem Heiligen Geist. There you go, right there, he started speaking in tongues. Stell dir vor, die haben wirklich Tatsache angefangen, mit in Sprachen zu reden. God wants to enable you to speak in tongues. Gott will dich befähigen, dass auch du in Sprachen beten kannst. God wants more than you want. For you to be able to pray with your spirit. Und Gott will noch viel mehr als wie du selber, dass du betest mit deinem Geist und dem Heiligen Geist. Why? Warum? Because he wants you to pray always. Weil er will, dass du alle Zeit betest. He wants you to be able to pray with all kinds of prayer.
Er möchte, dass du in der Lage bist, alle Zeit, alle Arten von Gebet in prayer. Und vor allem möchte er, dass du beständig, dass du anhaltend bist im Gebet. And all these, all dies, he wants you to do it with your spirit. Möchte er, dass du das machst und betest mit deinem Geist. And so if you listen to me, und wenn du mir jetzt zuhörst, God wants it more than you even want Gott will das noch viel mehr für dich als wie du selber. Because of the advantage and the ability it endows you with. Weil es dich ausrüstet und dir zum Vorteil, aber auch mit einer Befähigung. So wherever you want, wo immer du jetzt bist, believe that God has filled you. Glaube, Gott hat dich jetzt erfüllt. And thank him for. Und fange an, ihm zu danken in dafür. Jesus name. In Jesu Namen. And those of us who are already also filled with the Holy Spirit. Und die von uns, die bereits erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. No, God doesn't want you to talk to him alone when things are going on well. Weißt du, Gott will nicht, dass du nur mit ihm redest, wenn alles gerade gut läuft. No, not only when things are going on well. Nicht nur, wenn alles prima ist. Because of that, he says, pray in every season. Und er hat gesagt, wir sollen beten, du sollst beten zu jeder Zeit. And notice he says, in the spirit. Und er hat gesagt, beten im Geist. So as a believer, als Gläubiger, pray all the time. Sollst du alle Zeit beten. I don't know what you're going through right now. Ich weiß nicht, wodurch du gerade gehst. I don't know whether a lot of challenges are on your way. Ich weiß nicht, wie viele Herausforderungen gerade auf deinem Weg sind. I encourage you. Ich ermutige dich. By the word of God. Mit dem Wort Gottes. To pray always. Dass du alle Zeit betest. Pray a lot. Dass du viel betest. All the time. Und zwar alle Zeit. And do it in the spirit. Und dass du es tust im Geist. With your spirit. Mit deinem Geist. Amen and amen. Amen und amen. And God bless you. Gott segne dich. Amen. Amen.
Thank you.